Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jumpworld mit mir, den HeroCrafter, aka Max, aka mit der Millie Let's Miller. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht's sehr gut. Guck mal, wie schön die Map aussieht, jedenfalls von unten. Oh, das sieht schöner aus, als der, wo der Penner in Enderia wohnt. Oh, ich fand diese Animation, ich fand das so süß. Leute, guckt euch die Folge an. Max macht sich jetzt mehr Mühe mit seinem Schnitt und das ist ihm richtig lustig. Es ist einfach ein Penner da. Ja, das war lustig. Millie würde ihn heiraten. Ja, definitiv. Der hat einfach Magiertum. Allein weil er Magiertum hat. Fand ich voll cool. Ja, das sah sehr interessant aus. Der hat noch viele Geheimnisse, aber psch, Leute, das darf ich euch noch nicht sagen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Enderia ist echt so ein Projekt, was mag ich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hä, ich habe direkt eine Druckplatte übersprungen. Wo denn? Hä? Oh, ich auch. Das Spiel will mir direkt wieder in die Fresse schlagen, ne? Mir auch. Hä? Leute, ich habe noch gar nicht gefragt, wie geht's euch? Nicht nur Millie. Wie geht's euch, Leute? Mir rechts? Nee, was? Okay, ich verstehe auf jeden Fall mein Leben nicht. Ich sehe da unten Millie. Map. Ich sehe Millie da unten. Wo bist du? Ich bin über dir. Ich bin wieder lost, wie was weiß ich. Ah! Oh, sorry. Hast du heute schon was gegessen? Ja, ich habe komischerweise Kartoffeln gegessen. Kartoffeln? Mit? Einfach so? Einfach so. Sexy. Leute, wir haben kurz vor 12 und er hat Kartoffeln gegessen. Einfach so. Okay. Ich hab gefrühstückt, ich habe mir aber ein Sandwich gemacht. Kennst du diese Sandwich Maker? Ja, komischerweise. Ich weiß nicht, ich feiere diese Dinger so. Ich bin einfach so dieser Meinung, entweder benutze ich den fast jeden Tag so oder so jeden ganzen Tag öfter und dann einfach so monatelang gar nicht mehr. Aber guck mal, warum? Ich liebe diesen Sandwich Maker. So geschmolzener Käse ist einfach beste, okay? Ja, ist okay. Millie schreit mich schon wieder an. Sorry. Ich hatte Lust, über Essen zu reden. Sie schreit mich schon wieder an, Leute. Sag doch was zu ihr. Was steht hier? Ich bin voll nett, okay? Ich verspreche dir, dass ich heute sehr nett zu dir sein werde, okay? Okay? Ja, wir sind beide, dass das nie passieren wird. Als könnte ich das einfach nicht. Nein. Ihr denkt immer, Millie ist so nett. Falsch gedacht. Außerhalb der Aufnahmen tue ich ihm in der, ich weiß nicht, ich zu Tode mobben oder so. Dann sagt ihr immer, du bist wunderschön. Nein. Ich spuck dich immer an. Das stimmt. Wir haben das uns stimmt. Noch, wir haben uns zwar noch nie gesehen, aber sie rotzt mich immer an. Das ist... Ich stelle mir das einfach bildlich gerade vor, wie du das gemacht hast. Geil! Ja, das Gefühl ist nicht so geil. Was habe ich getan in meinem Leben? Viel zu viel. Du arbeitest hart. Genau. So wie er gesagt hat, ich arbeite immer sehr hart. Sie arbeitet bei McDonald's. Wissen die Leute eigentlich, wo du arbeitest? Nö. Das brauchen wir noch nicht wissen. Okay, sie arbeitet wirklich bei McDonald's. oder bei Burger King. Da kriegst du halt. Alle so und wollen so Rabatte von mir haben. Hey, ist aber Retalk, da kriegst du einfach gratis Hamburger, wenn du da arbeitest, ne? Kriegt man echt? Ja. Oh, kein Scheiß. Meine Ernährung würde da drunter aber sehr leiden, glaube ich. Meine glaube ich auch, weil ich liebe das. Ich liebe McDonald's. Ich war sogar letztens bei Mc's und hab mir ein Eis geholt. Wow, meine Ernährung wird drunter leiden. Was magst du gerne davon von Mc's? Retalk, Milchshake. Oh ja, so Milch, weißt du, was ich feiere? Im Sommer gibt's so Ice-Fruit-Smoothies. Ja. Und die feiere ich immer. Oh, die sind lecker. Toll. Ich esse die quasi. Oder was mag ich noch? Big Tasty Bacon und so. Leute, schreibt gerne mal euren Lieblingsburger von Mc's in die Kommentare. Oder seid ihr Team Mc's oder Team Burger King? Ich weiß nicht, ich war einmal im Leben bei Burger King, aber irgendwie... Das hat mich nicht gecatcht. Ich bin dir ehrlich, ich finde Burger King sogar besser. Ja, aber warum? Ja, aber das schmeckt das besser, finde ich, ist meine Meinung. Abgesehen vom Milchshake. So, die Burger da sind auch quasi, finde ich, meiner Meinung nach viel besser. Und auch, dass du da halt weniger bezahlen tust für dein Geld. So. Echt? Du bezahlst weniger als bei Mc's. Wie gesagt, ich war
sehr selten. Einmal war ich nur bei Dingens, bei Burger King. Und ich war einmal bei KFC. Aber ich muss ehrlich sagen, an alle Chicken-Liebhaber, ich mag Chicken irgendwie nicht so gerne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich feiere dieses Fleisch nicht so. Ich mag dieses normale mehr. Ich habe Hunger. Ja, wenn wir so über Essen reden. Wieso reden wir über Essen? Hey, ich finde den Weg nicht. Hey Leute, ich häng fest. Ich check's nicht. Hilfe! Ach so. Finde den Weg nach oben. Psst, nach rechts. Aha. Nicht ganz so lost wie sonst. Guckt auf die Zahlen, Leute. Hallo? Ach Mann. Ich bin Mensch, oh Nimm mal diese dämlichen Slime-Sprünge. Ah. Ich hasse es! Ich möchte, dass ihr heute Nacht. Habt ihr alle gehört, okay? Wenn nichts aus uns wird, dann nur wegen Max. Was? Das werde ich alles dem Amt erzählen, Bruder. Den Hochzeitsamt. Wow. Gibt's das überhaupt? Ich hoffe. Ich will die Scheidung. Willst du irgendwann mal willst du mal Kinder? Ja, safe. Safe, wer nicht? Ich hätte gern zwei. Ich will so ein Junge und Mädchen. Ja, aber bei mir wär's. Ich würde mich voll freuen, wenn der Junge älter wäre als. Ja, dann kann das immer so aufpassen. Großer Bruder. Kann immer aufpassen. Ich habe auch einen großen Bruder. Und du hast zwei kleine Schwestern, ne? Ja. Voll süß. Ich habe die beiden auch schon mal gesehen. Die sind so süß. Millie hat die auch schon alle gesehen, ja. Millie hat meine ganze Familie gesehen, quasi. Sind das jetzt ihre Schwiegereltern? Ich hab so seine Mom und sein Dad gesehen. Es war kurz cringe. Es war ein bisschen cringe. Und du hast schon wieder die Map geschafft? Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Ich auf dich auch wenn ich nicht weiß, wo du bist. Da sind wir wieder, Leute. Und jetzt werden wir wieder über Millify und ihre Zukunftspläne reden. Meine Zukunftspläne? Ja. In welchem Thema? Was willst du mal erreichen? Geld, Liebe, Familie, Gesicht. Also, Gesicht. Gesicht. Was willst du damit andeuten? Soll ich was machen lassen? Nein, du siehst toll aus. Aber okay, danke schön. Gesicht ist trotzdem wichtig. Das stimmt. Dass jeder weiß, wer du bist. Was will ich denn mal erreichen? Also ich würde. Mein größter Traum ist es, ein eigenes Haus zu bauen. So wie ich das gerne hätte. Ohne irgendwelche Einschränkungen finanziell, dass ich sagen muss, nee, das ist zu teuer, das können wir uns so nicht, das kann ich mir so nicht leisten. Das ist irgendwie. Also das Problem ist natürlich immer, einen Job zu finden, wo man dann auch genug Geld verdient, dass man so finanziell unabhängig ist. Weil ich würde mir schon gerne mit so einem eigenen Haus, kann man alles selber bauen, wie man das möchte, wie man das haben möchte, wie groß man die Räume haben möchte und alles. Und das wäre so ein Träumchen von mir. Das wäre ein Traum? Ja. Das und halt ja, also Familie gründen und so, aber ich glaube, so ein Haus ist schon, da kann man dann auch so stolz drauf sein, wenn man da immer drin lebt und so. Das, ja, das ist dann so unabhängig von Liebe oder so. Ja, das verstehe ich. Das bei Familie gründen muss immer passen. Das stimmt schon. Aber so ein eigenes Haus, das kann man auch alleine erreichen, theoretisch. Man muss nur genug dafür arbeiten. Das stimmt. Und wir arbeiten halt nicht. Nein, Spaß. Millify arbeitet ja bei Maccas. Ich wollte gerade sagen, ich gehe hier regelmäßig bei Maccas arbeiten. Okay, nein, Leute, ich arbeite nicht bei Maccas, okay? Bitte denkt nicht falsch von mir. Also nichts an Leute, die bei Maccas arbeiten, aber ich kann mir da egal, lass es einfach. Lass es einfach. Ja, ich kann einfach nur verkacken, glaube ich. Ich lasse es einfach. Also, ja, das... Bin ich gerade eigentlich... Nee, ich bin nicht weiter als du, schade. True Story? Ja. Ich will... Was ich erreichen will, ist einfach... Dass ich meine Familie und die Freunde, die mir wichtig sind, das geben kann, was sie verdienen. Und ja, verstehst du, wie ich das meine so? Ja, sozusagen so auch ein bisschen was zurückgeben dafür, dass die immer so für dich da waren und so. Ja, genau. Und Leute, ich weiß, wir haben sehr recht viele junge Zuschauer noch. Streitet nicht so viel mit euren Eltern, okay? Macht schon mal auch mal das, was die sagen. Ich weiß, man hat schon mal auch keinen Bock, sein Zimmer aufzuräumen oder so, aber im Endeffekt, wenn ihr älter seid, denkt ihr euch so, warum war ich manchmal so fies zu meinen Eltern?
auch so, ich weiß nicht, sagt nicht gemeine Sachen oder so, weil das kann schon echt verletzend sein, okay? Die haben euch jetzt 9 Monate im Bauch getragen, Alter. Ja, und dann auch komplett aufgezogen. Und dann nur, weil ihr gerade keinen Bock auf was weiß ich habt, dann sollt ihr nicht so asozial sein. Ja. Ich finde einfach den Weg nicht. Ich finde es gerade voll asozial, deswegen. Naja. Leute, in dem Sinne, ich weiß, es war eine kurze Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, wenn ihr es nicht habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr das Video verpasst. Schaut bei Millify vorbei, sie ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es heißt, ich und Millie reden über Hochzeitspläne. Haut rein, bis dann und ciao. Leute.